Wolf und Marietta Slomka. Guten Abend. Die eigentümlichste und medial aufsehenerregendste Meldung dieses Tages war die von einem angeblichen Giftanschlag auf den russischen Oligarchen Abramowitsch. Das ist der, dem der Fußballclub Chelsea gehörte. Was weniger bekannt war, dass er, zumindest teilweise, an Verhandlungen mit den Ukrainern teilnahm. Auch in deren Delegation sollen Mitglieder nach einem Treffen Anfang März auffällige Symptome gezeigt haben. Von ukrainischer Seite wird das aber dementiert und auch der US-Geheimdienst glaubt nicht an eine Vergiftung. Viel mehr lässt sich dazu im Moment nicht sagen. Wir schauen zunächst auf den parallel laufenden Wirtschaftskrieg zwischen dem Westen und Russland. Moskaus Rubelforderungen haben die G7-Staaten heute mit einem deutlichen Njet beantwortet. Erklärungen dazu von Laura Barmick. Das Nein der G7-Energieminister kam in einer gemeinsamen Stellungnahme klar und deutlich. Man werde sich von Russland nicht erpressen lassen. Der Versuch von Putin, uns zu spalten, ist offenkundig. Aber das sieht man an dieser großen Geschlossenheit und Entschlossenheit. Wir lassen uns nicht spalten. Und die Antwort der G7-Staaten ist eindeutig. Die Verträge werden eingehalten. Aktuell laufen die Bezahlungen von Gaslieferungen so. Bislang bezahlen die EU, die USA und Großbritannien ihre Gasrechnungen in Euro, Dollar oder Pfund. Das Geld geht an russische Energielieferanten wie Gazprom. Anschließend müssen die 80% bei der russischen Zentralbank in Rubel eintauschen. Doch das will Putin nicht mehr. Man muss Putins Manöver so verstehen, dass er die Stabilisierung des Rubels auf den internationalen Finanzmärkten etwas erleichtern will. Momentan versucht das die Zentralbank zu tun, die ja die Devisen bekommt von Gazprom, die ja aber den Sanktionen unterliegt und nur beschränkt handlungsfähig ist. Eigenmächtig hatte der russische Präsident versucht, die Spielregeln für Gaslieferungen zu ändern. Für den Kreml unfreundliche Staaten sollen nur in Rubel bezahlen dürfen. Dann hätte das Geld bei einer nicht sanktionierten russischen Bank wie der Sberbank erstmal in Rubel getauscht werden müssen. Die Sberbank hätte, da nicht mit Sanktionen belegt, Devisenhandel mit ausländischen Banken betreiben dürfen. Das hätte den Rubel gestützt und die Sanktionen unwirksam gemacht. Durch die Reaktion des Westens, zu sagen, wir lassen uns nicht darauf ein, haben wir den Ball jetzt erstmal zurück zu Putin gespielt. Und jetzt wird abzuwarten bleiben, wie er als nächstes reagiert. Die Antwort des Kreml-Sprechers heute kam prompt. Dass wir das Gas nicht umsonst liefern werden, ist eindeutig. Das können wir mit absoluter Sicherheit sagen. In unserer Situation ist es kaum möglich und wenig sinnvoll, für ganz Europa den Wohltäter zu spielen. Auch droht Peskow jetzt mit einem Embargo. Es gibt einen Markt in Südostasien, im Osten. Ohne Zweifel werden die ausfallenden Aufträge kompensiert werden. Bis Mitte der Woche hat Präsident Wladimir Putin der russischen Zentralbank Zeit gegeben, um seine Ankündigung umzusetzen. Da fragen wir doch noch mal nach bei unserem Korrespondenten Christian Semm in Moskau. Wie ernst ist das zu nehmen, diese Drohung jetzt quasi umgekehrt den Gashahn zuzudrehen? Ja, schon vor der Entscheidung der G7 hatte der Kreml-Sprecher Peskow das ja schon mitgeteilt, dass wenn europäische Länder jetzt keinen Rubel zahlen wollten für das Gas, dann würde es das eben auch nicht umsonst geben. Und eine Ebene tiefer im Parlament äußerte sich ein Abgeordneter, der auch Mitglied des Wirtschaftsausschusses ist, der drohte ganz offen mit einem Lieferstopp. Also Russland weiß und vor allem Wladimir Putin weiß, welches Druckmittel man da in der Hand hat und das versucht er jetzt auszuspielen. Und vielleicht erinnern wir uns nochmal an die Diskussion um die Gaspipeline Nord Stream 2. Da wurde von Russland immer wieder verneint, dass man mit der Pipeline und auch mit dem russischen Gas politischen Druck ausüben werde. Und heute in Europa sehen das viele ganz anders. Zugleich erhöhte der Kreml weiter den Druck nach innen. Dazu passt die Meldung, dass nun auch die unabhängige Zeitung Novaya Gazeta ihre Arbeit einstellt. Ja, die Zeitung hat das heute auf ihrer Internetseite angekündigt, die noch funktioniert in Russland. Viele andere Medienseiten funktionieren ja nicht mehr. Da ist es nur kurz und knapp, man werde nicht mehr berichten, solange die, und das steht in Anführungszeichen, spezielle Militäroperation laufen werde. So wird das genannt in Russland oder muss in Russland genannt werden von den Medien, was gerade in der Ukraine passiert. Und das ist natürlich ein großer Schlag nochmal für die Medienwelt hier.
beziehungsweise so groß ist sie gar nicht mehr. Das war die letzte große freie Stimme, die es noch gibt und die den Konflikt bis zu diesem neuen Fake-News-Gesetz eigentlich recht gut aufbereitet hatte, auch in ihrem Online-Medium. Das ist jetzt vorbei. Also die Russinnen und Russen, die jetzt wirklich noch nach Informationen zu der aktuellen Lage in der Ukraine suchen, die müssen schon sehr genau gucken und das ist nicht einfach. Und dazu vielleicht auch noch interessant heute zu erwähnen, russische Journalisten haben ein Interview mit Ukraines Präsident Selenskyj geführt und da hat die Medienaufsichtsbehörde ganz klar verboten, dass russische Medien dieses Interview veröffentlichen. Ein Medium, Medusa, das nicht mehr in Russland tätig ist, hat es doch gemacht und das zeigt ganz deutlich, der Druck geht nicht mehr nur gegen die Medien insgesamt, sondern auch gegen konkrete Inhalte. Und eine Begründung, die wurde von Roskomnadzor, von der Medien Aufsichtsbehörde nicht mitgeliefert. Dankeschön, Christian, für diese Informationen aus Moskau. Dem Kreml ist offenkundig auch sehr daran gelegen, dass der eigenen Bevölkerung nicht bewusst wird, was ihre Armee im Nachbarland tut. Mariupol, vor dem Krieg, eine wirtschaftlich aufstrebende Hafen- und Universitätsstadt. Davon ist jetzt praktisch nichts geblieben. Nach ukrainischen Angaben gibt es in der Stadt bereits über 5000 Todesopfer. Aus der Distanz zerstören statt am Boden zu erobern, so wirkt derzeit die russische Kriegsstrategie. Ralf Panicek fasst die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg zusammen. Etwa 500.000 Menschen lebten hier vor den Bomben. Mariupol, die Stadt schwer getroffen, von russischen Truppen umzingelt, ohne Wasser, Strom, Gas. Aufnahmen, Bilder irgendwann vom Wochenende, sie dringen nur verzögert und spärlich durch. Die Luftangriffe haben wenig stehen lassen, in dem Leben noch möglich ist. Dennoch sollen immer noch 160.000 Menschen in der Stadt sein, so der Bürgermeister. Heute war keine Flucht möglich. Die Erniedrigung, die jeder Bewohner von Mariupol wegen der russischen Besetzung durchmacht, ist in Worte nicht zu fassen. Unsere wichtigste Aufgabe heute, und daran arbeitet auch unser Präsident, ist die vollständige Evakuierung der Stadt. Der 33. Tag des Krieges, wieder einer mit Toten, verwundeten Bomben, Zerstörungen. Gleich an mehreren Orten soll es wieder Angriffe der russischen Armee gegeben haben. In Lusk, Rivne, Kharkiv und rund um die Hauptstadt Kiew schwere Explosionen, so ukrainische Medien. Und auch das, ukrainische Fahnen wieder dort, wo bis vor wenigen Tagen russische Truppen standen. Mykolaiv etwa im Süden der Ukraine. Russische Streitkräfte hätten sich zurückgezogen, zurückgeblieben die Zeugen schwerer Kämpfe. Mehrere kleine Orte will die ukrainische Armee mittlerweile zurückerobert haben, darunter auch Irpin bei Kiew. Wir haben heute gute Nachrichten. Heute haben wir Irpin befreit. Jetzt führen wir eine Aufräumaktion durch. Die militärische Lage insgesamt unklar. Denn die russische Armeeführung betont weiter militärische Erfolge. Jeden Morgen vermelden sie ihre Angriffe, die erfolgreichen. Der Sprecher des Verteidigungsministers zählt dazu die Abschüsse auf, mehrere Flugzeuge und zahlreiche militärische Stellungen, insgesamt 36 sollen es gewesen sein. Währenddessen erneute Verhandlungen zwischen den Kriegsparteien, auf Arbeitsebene auf neutralem Grund, in Istanbul, morgen. Militärische, gar politische Lösungen sind kaum zu erwarten. Die können nur von den Präsidenten beider Länder gefunden werden. Aber bis zu einem Treffen Putin-Selenskyj ist es noch ein weiter Weg. Dennoch vorsichtige Signale heute, auch über Fragen von Gebietsabtretungen, mögliche Neutralität. Ich verstehe, dass es unmöglich ist, für Russland das Gebiet komplett aufzugeben. Das würde zu einem Dritten Weltkrieg führen. Mir ist das bewusst. Deshalb sage ich, ja, es gibt einen Kompromiss. Kommen wir dorthin zurück, wo alles begonnen hat, und wir werden versuchen, die Frage um den Donbass zu klären. Präsident Putin hat sich nie geweigert, Präsident Selenskyj zu treffen. Das Einzige, was er für wesentlich hält, ein Treffen muss gut vorbereitet sein, kein reiner Meinungsaustausch. Das Leiden, die Flucht der Menschen geht unterdessen unvermindert weiter. Angesichts solch unfassbarer Gewalt und Zerstörung und der Ungewissheit, was noch alles kommt und wie viele Städte die russische Armee noch in Schutt und Asche legen will, wundert es nicht, dass dieser Krieg schon jetzt die am schnellsten ansteigende Flüchtlingszahl seit dem Zweiten Weltkrieg ausgelöst hat. Das UN-Flüchtlingskommissariat schätzt, dass rund 6,5 Millionen innerhalb der Ukraine auf der Flucht sind und weitere knapp 4 Millionen bereits ins Ausland geflohen.
Die Innenminister der Europäischen Union berieten heute darüber, wie Europa damit umgehen soll. Aus Brüssel Florian Neuhan. Es gibt dieses Wort, vor dem die Innenministerinnen und Minister der EU heute zurückschrecken. Das Wort ist offenbar verbrannt. Quote. Eine verbindliche Quote zur Verteilung von Geflüchteten in der EU. Das war seit 2015 die ständig vergebliche Forderung deutscher Innenminister. Weil es eine Frage der Gerechtigkeit ist, dass wenn Europa sich dieser humanitären Verantwortung stellt, dann muss das die ganze Europäische Union sein. Nur, dass nicht die ganze Union mitziehen wollte und dass der Streit darüber Europa fast zerbrechen ließ. 7 Jahre später ein Krieg, diesmal in der direkten Nachbarschaft. Und die aktuelle Innenministerin klingt wie eine Erzieherin, die es mal auf die sanfte Tour versucht. Warum scheuen Sie vor diesem Quotenwort zurück? Na, ich glaube, Sie haben jetzt eine Solidarität innerhalb der EU-Staaten erreicht. Und auf diesem Erreichten wollen wir ja aufbauen. Wir wollen ja jetzt nicht Staaten verschrecken. Immer noch kommen täglich Zehntausende Geflüchtete aus der Ukraine in der EU an. Einige davon heute am Berliner Hauptbahnhof. Es sind schon jetzt 3-mal so viele wie 2015. Doch anders als 2015 können sich diese Geflüchteten frei in der EU bewegen. Und die meisten bleiben in der Nähe der Heimat, wie hier in Polen. In den Ländern Osteuropas, die 2015 gegen Quoten Sturm liefen. Und jetzt? Wir fragen andere Länder. Und wir haben das laut im EU-Rat gesagt. Wenn jemand mehr Geflüchtete aufnehmen will, dann müssen spezielle Angebote für sie vorbereitet werden. Man muss jetzt sehen, dass in einem Monat fast 3% der Bevölkerung Tschechiens gekommen ist. Ja, also jetzt rechnen wir natürlich auch mit gewisser Solidarität von den anderen Ländern. Solidarität ja, aber bloß nicht verpflichtend. Statt einer Quote beschließen die Minister einen Index. Er soll zeigen, welche Staaten besonders belastet sind. Bei diesem Index schauen wir uns an, wie viele ukrainische und andere Geflüchtete ein Mitgliedstaat aufgenommen hat. Aber ich denke, es ist wichtig zu wissen, dass alle Staaten mehr tun als gewöhnlich. Wir stehen vor der größten Flüchtlingskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Doch was, wenn 8-10 Millionen Menschen kommen, wie manche erwarten? Nach der Sitzung eine kleine Portion Skepsis. Also wir werden das sehen, wie weit wir damit kommen. Ich finde die Indexbildung gut. Es ist sicher ein besserer Weg, aber wir brauchen da sicher auch mehr Verbindlichkeit. Was dann ein klein wenig so klingt wie das Wort, das noch keiner in den Mund nehmen will. Das von der Quote für die Verteilung von Geflüchteten. Die private Spendenbereitschaft ist jedenfalls weiter enorm. 126 Millionen Euro sind bereits für das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe zusammengekommen, zu dem auch die Caritas gehört. Wenn auch Sie helfen wollen, hier nochmal die Kontodaten. IBAN DE 65 100 400 600 100 400 600. Stichwort ZDF Nothilfe Ukraine. Alle Infos auch unter spenden.zdf.de oder im ZDF-Text auf Seite 890. Und jetzt die Nachrichten von Heinz Wolf. Und zunächst zur Corona-Situation und zur umstrittenen Frage, wie es mit den Schutzmaßnahmen weitergeht. Bundesgesundheitsminister Lauterbach gab nach Beratungen mit seinen Länderkollegen bekannt, dass die bisherige Rechtsgrundlage für viele bundesweit geltende Beschränkungen wie geplant am kommenden Wochenende auslaufe. Er forderte die Länder auf, zu handeln und, wenn nötig, die sogenannte Hotspot-Regelung zu nutzen. Sie erlaubt strengere Schutzmaßnahmen, wenn eine Überlastung der Gesundheitsversorgung droht. Wegen steigender Infektionszahlen gilt in der chinesischen Wirtschaftsmetropole Shanghai seit heute ein strikter Lockdown. In einem überraschenden Schritt hatte die Stadtregierung die Maßnahme erst gestern Abend angekündigt. Mit weiträumigen Ausgangssperren und Massentests in der Bevölkerung soll die Ausbreitung des Virus gestoppt werden. Die kurzfristige Ankündigung löste Hamsterkäufe aus. Öffentliche Verkehrsmittel wurden eingestellt. China verfolgt in der Pandemie eine Null-Covid-Strategie.
Das Landgericht Hagen hat einen 17-Jährigen wegen eines geplanten Bombenanschlags auf die Hagener Synagoge verurteilt, zu einer Jugendstrafe von 1 Jahr und 9 Monaten auf Bewährung. Er hatte noch keine konkreten Schritte zur Umsetzung seines Vorhabens unternommen, wie das Gericht mitteilte. Es ordnete eine vorläufige Unterbringung in einer Einrichtung für der Kinder- und Jugendhilfe an. Der UN-Sicherheitsrat hat die in Afghanistan herrschenden Taliban aufgefordert, das Recht auf Bildung für alle zu respektieren und die Schulen für Mädchen ohne weitere Verzögerung zu öffnen. Die Taliban hatten entgegen ihrer Zusage mitgeteilt, dass Schülerinnen ab der 7. Klasse bis auf Weiteres nicht am Unterricht teilnehmen dürfen. Die Taliban sind seit Mitte August des vergangenen Jahres wieder an der Macht in Afghanistan. Israel, die USA und 4 arabische Staaten haben sich bei einem gemeinsamen Gipfel auf eine verstärkte Zusammenarbeit geeinigt, vor allem mit Blick auf den mit Israel verfeindeten Iran. Der israelische Außenminister Lapid bezeichnete das Treffen als historisch. Die Partnerschaft solle auf Basis von Technologie, religiöser Toleranz sowie einer Kooperation in Sicherheit und Geheimdienstarbeit fußen. Nach der Saarlandwahl ist die SPD nach wie vor in Jubelstimmung. Absolute Mehrheit, Alleinregierung, ein Drei-Parteien-Parlament, das mutet fast schon exotisch an. Und auch wenn alle Berliner Sozialdemokraten betonen, wie sehr das doch die Leistung der saarländischen Spitzenkandidatin Rehlinger sei, einen Teil des Erfolges verbucht man schon auch bei sich. Oder wie Kevin Kühnert gestern sinngemäß sagte, die Bundespolitik habe zumindest nicht gestört. Was bei den Sozialdemokraten in der Tat keine Selbstverständlichkeit ist. Ganz anders das Bild bei der CDU. Da kann die Parteispitze gar nicht genug Abstand wahren zum Wahlverlierer Tobias Hans. Das Desaster möge bitte als ein rein saarländisches verstanden werden. Andrea Maurer mit der Wahlnachlese. Herr Hans müsste da sein. Vielleicht machen Sie die Videokamera kurz an. So sieht ein politisches Ende aus, noch bevor es ausgesprochen ist. Wir können dich nicht sehen, aber wir können dich hören. Der abgewählte Ministerpräsident ist schon gar nicht mehr nach Berlin gekommen, lässt sich zur CDU-PK am Vormittag zuschalten. Irgendwann streikt auch seine Kamera. Am Abend verkündet Hans dann in Saarbrücken seinen Rücktritt vom Parteivorsitz. Mir war das nach der Wahlniederlage des gestrigen Abends ein Bedürfnis, Verantwortung zu übernehmen. Der Eindruck, den Hans Abgang hinterlässt, dass die Bundes-CDU ihn nicht ausreichend unterstützt, ihn schon vor der Wahl in einer internen Sitzung abgeschrieben hat. Wir haben die saarländische CDU in der Tat wirklich nach Kräften unterstützt. Da braucht sich niemand von uns einen Vorwurf zu machen. Es hat hier intern eine Diskussion gegeben, wo wir da stehen, zu einem Zeitpunkt, wo die Umfragen schon ziemlich schlecht waren. Das ist hier aus einer internen Sitzung herausgetragen worden. Ich bedauere das sehr, das wäre nicht nötig gewesen. Während der CDU-Parteichef seine Partei heute darauf einschwört, nicht depressiv ins Landtagswahljahr zu gehen, stimmungshoch bei der SPD und ihrer künftigen Ministerpräsidentin. Kaum zu überhören, der Seitenhieb gegen die CDU. Wir in der SPD stehen zusammen. Das unterscheidet uns in diesen Tagen von unserer Konkurrenz, die in den Wahlkämpfen die Wahlkämpfenden auch alleine gelassen hat. Alleine gelassen, wenn auch anders, die Linkspartei von ihrem Mitbegründer Oskar Lafontaine. Kurz vor der Wahl ist er aus der Linken ausgetreten, hat ihr an der Saar den Todesstoß versetzt. Von 12,8 auf 2,6%. Der Frust offensichtlich. Ob personelle Konsequenzen folgen, offen. Ich würde jetzt mal sagen, der Grad bei uns beiden von Schnauze voll ist relativ hoch. Aber wir haben uns im September entschieden, dass wir die Verantwortung übernehmen und die Weiterentwicklung der Partei Die Linke auf den Weg bringen. Das Wahlergebnis alleine erklären muss hier heute ungewollt der saarländische Kandidat der AfD. Das Impfzertifikat von Parteichef Chrupalla ist abgelaufen. Er kommt nicht rein zur PK. Wir haben 3 Sitze errungen, sind mit 5,7 unter den Erwartungen geblieben. Im Großen und Ganzen, im Gesamtumfeld muss ich aber sagen, dass wir doch irgendwo dahingehend zufrieden sind. Wichtig ist, wir sind im Landtag geblieben. Nicht im Landtag die beiden Ampelparteien FDP und Grüne. Dort ist heute viel von der speziellen Situation im Saarland die Rede. Es gilt, Signalwirkung für den Bund zu vermeiden. Im saarländischen Landtag wird die CDU sich die Oppositionsbank nun mit der AfD teilen müssen. Die SPD will mit absoluter Mehrheit alleine regieren. Shakuntala Banerjee in Berlin. Schauen wir noch mal auf die CDU.
Da sieht man ja wirklich so maximale Abstandswahrung zum Wahlverlierer von Berliner Seite und der Tenor alles rein saarländisch, keine bundespolitische Bedeutung. Aber kann es sich die CDU-Führung tatsächlich ganz so einfach machen? Ja, das ist ja ein bewährtes Mittel, Landtagswahlniederlagen zu einer Regionalsache zu erklären. Das haben andere Parteien auch schon so gemacht. Allerdings ist es bei der CDU aktuell so, dass das in einem Widerspruch zu einer selbstgewählten Erzählung steht. Als Friedrich Merz zum Parteivorsitzenden gewählt worden ist, hat er in seiner Rede direkt danach noch einmal daran erinnert, dass 3 nicht ganz einfache Jahre hinter der Partei liegen und eine schwere Niederlage bei der Bundestagswahl. Und dann hat er seiner Partei wörtlich zugerufen, aber diese Zeit liegt jetzt hinter uns. Mit anderen Worten, er hat sich selbst ins Zentrum eines Aufbruchs gestellt und zum Motor dieses Aufbruchs gemacht. Und viele seiner Anhänger haben ja auch fest daran geglaubt, dass es den Merz-Effekt gibt, ein schärferes Profil für die Partei, das sich dann natürlich auch in mehr Zustimmung bei Wählerinnen und Wählern ausdrückt. Die Saarlandwahl hat jetzt gezeigt, ganz so automatisch funktioniert es nicht. Und dass Friedrich Merz das selbst auch weiß, das hat sich heute in der Pressekonferenz auch schon angedeutet. Da hat er eben die Saarlandwahl zur Regionalsache erklärt, hat gesagt, ein wichtiges Datum für die Bundespartei sei die nordrhein-westfälische Landtagswahl. Und das ganz große Ziel, die ganz große erste Bewährungsprobe, das sei erst die Europawahl 2024. Das ist noch eine Weile hin. Bis dahin will er viel schwere Aufbauarbeit leisten. Das heißt, er dimmt die Erwartungen jetzt schon ein bisschen runter, dass dieser Aufbrucheffekt, den er noch vor kurzer Zeit beschworen hat, jetzt sehr schnell kommt. Und vielleicht heißt das auch für anstehende Landtagswahlen, wer für die CDU Landtagswahlen verliert, sollte die Mitverantwortung nicht zuerst in Berlin suchen. Dankeschön für die Analyse, Shakuntala. Viele Infos, Analysen und Videos zur Saarlandwahl gibt es bei uns wie immer auch online auf ZDF heute. Und jetzt nochmal Heinz mit dem Blick auf die Finanzmärkte an diesem Montag. Die Preise für Häuser und Wohnungen in Deutschland sind im vergangenen Jahr erneut kräftig gestiegen. Besonders stark am Jahresende. Und das, Frank Bethmann, nicht nur in den Metropolen. Nein, inzwischen ziehen die Preise auch im Umland an, denn insbesondere für Familien ist Wohnraum in den Großstädten kaum noch zu bezahlen. So sucht man vermehrt in den ländlichen Regionen, was dort die Preise treibt. Ein- und Zweifamilienhäuser in dünn besiedelten ländlichen Kreisen verteuerten sich zuletzt zwischen Oktober und Dezember noch einmal deutlich um fast 16%. Kaum weniger stark der Preisanstieg über 13% bei Eigentumswohnungen. Insgesamt mussten Interessenten im vergangenen Jahr für den Kauf von Wohnungen oder Häusern im Schnitt 11% mehr bezahlen als noch 2020. Die Sorgen vor steigenden Hypothekenzinsen einerseits, aber auch die Angst davor, dass künftig am Bau alles noch teurer wird, als es ohnehin schon ist, treibt die Deutschen in Immobilien. Sie flüchten in Betongold, fachen damit die Inflation, ohne es zu wollen, weiter an. Deutschlands teuerste Pflaster bleiben nach aktuellen Berechnungen bei den Metropolen München, wo der Quadratmeter Kaufpreis bei Bestandswohnungen auf im Schnitt 9.732 Euro gestiegen ist. Der bundesweit teuerste Landkreis mit Quadratmeterpreisen von 7.977 Euro ist Nordfriesland mit den Nordseeinseln Sylt, Amrum und Föhr. Die Bundesbank warnt seit Jahren vor Blasen auf dem Immobilienmarkt. Doch kurzfristig, so scheint es, ist keine Trendwende in Sicht. Frank Bethmann, vielen Dank. Gerne. Die Gewerkschaft Verdi hat nach mehreren Warnstreiks in den vergangenen Wochen für das private Sicherheitspersonal an deutschen Flughäfen eine Tarifeinigung bekannt gegeben. Demnach wurde bei einer Laufzeit von 24 Monaten eine dreistufige Tariferhöhung vereinbart, die für die einzelnen Lohngruppen unterschiedlich hoch ausfalle. Für das laufende Jahr zwischen 4,4 und 7,8%. Der langjährige ZDF-Sportchef Dieter Gruschwitz ist gestern im Alter von 68 Jahren gestorben. Fast 40 Jahre war er im Sportjournalismus, 21 davon beim ZDF. In seiner Ära als ZDF-Sportchef von 2005 bis 2017 erhielt Gruschwitz zahlreiche Auszeichnungen. Gleich zweimal gab es den Deutschen Fernsehpreis. Einmal für die Fußball-WM-Berichterstattung 2006, für die er mit Jürgen Klopp und Urs Meier ein Expertenduo aufstellte, das die Zuschauer begeisterte. Und auch nach der Leichtathletik-WM 2009 nahm er den Preis entgegen. Zum Schluss noch ein kurzer Rückblick auf die vergangene Nacht in Hollywood, auf die Oscarverleihung 2022.
Zurück zu altem Glanz wollte man nach Jahren der Kritik, nach der Pandemie. Endlich wieder eine glamouröse Feier, überschattet von dieser Szene. Komiker Chris Rock scherzt über die raspelkurzen Haare von Jada Pinkett Smith. Sie allerdings leidet an krankhaftem Haarausfall. Ihr Mann, Superstar Will Smith, verliert die Fassung und schlägt zu. Ein Erklärungsversuch. Ich möchte mich bei der Akademie und den anderen Nominierten entschuldigen. Liebe lässt einen verrückte Dinge tun. Die Academy stellte klar, dass sie Gewalt nicht billige. Jessica Chastain ist beste Schauspielerin und Jane Campion beste Regisseurin für den eindringlichen Western The Power of the Dog. Okay, Coda! Anrührend geht es im besten Film zu Coda. I can't stay with you for the rest of my life. Es geht um die Tochter gehörloser Eltern, die Sängerin werden möchte. Ein Überraschungssieg. Das Science-Fiction-Epos Dune räumt 6 Preise ab. 2 davon gehen nach Deutschland. Spezialeffekte Gerd Nefzer. Dankeschön. Thank you very much. Thank you. Und für Musik Hans Zimmer, der von seinem Oscar in einem Hotel erfuhr, im Bademantel. This is for real. Ja, das war's von uns. Mit Hollywood geht's gleich auch weiter im Montagskino Mission Impossible mit Tom Cruise. Und um 0.30 Uhr meldet sich dann Christopher Wehrmann mit dem Heute-Journal-Update. Bis morgen. Wiedersehen. Wiedersehen. Guten Abend. Unter klarem Himmel sinken die Temperaturen südlich der Donau heute Nacht auf 0 Grad. Sonst bleibt es unter den Wolken milder bei 8 bis 4 Grad. Und in Norddeutschland kann es etwas regnen. Morgen trübt Sahara-Staub den Sonnenschein. Und am Nachmittag ziehen hier von Südwesten einige Regenwolken auf. In Norddeutschland liegt eine Kaltfront. Die Wolken lockern spätestens nachmittags von Schleswig-Holstein aus auf bei Nordwestwind. Es wird kalter oben in Norddeutschland. Da liegen die Höchsttemperaturen nur bei 8 bis 12 Grad. In Süddeutschland geht es dagegen bis 21 Grad rauf, aber das wird sich ändern. Bis zum Ende der Woche liegen die Temperaturen deutschlandweit dann nur noch zwischen 1 und 9 Grad. Es wird also deutlich wechselhafter und auch kälter. Jetzt am Wochenende ist der März-Sonnenscheinrekord für Deutschland geknackt worden. Seit Aufzeichnungsbeginn war es noch nie so sonnig. In Schleswig zum Beispiel gab es mehr als doppelt so viel Sonne wie üblich. Also ein starker Monat für die Sonnenenergie. Eine optimal, also nach Süden ausgerichtete Dachsolaranlage erzeugt in einem sonnigen Jahr rund 6000 Kilowattstunden. Das ist mehr als eine 5-köpfige Familie im Jahr verbraucht. Bei der Anzahl der Dachanlagen ist in Deutschland noch viel Luft nach oben. Denn derzeit werden nur etwa 10% der geeigneten Dächer von Ein- und Zweifamilienhäusern für die Solarstromerzeugung genutzt. Guten Abend.